Also hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Spielerkonferenz. Wir haben heute einmal Franzi mit dabei aus der weiblichen C-Jugend und Josie, eigentlich Johanna, aber Josie genannt, aus der weiblichen D-Jugend. Könnt ihr einmal kurz hallo sagen? Hallo. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Ja, Eigentlich. Das ist schön. Okay, Franzi hängt hier gerade ein bisschen bei mir. Ja. Du grinst gerade sehr. Okay, nee, super. Ja, also, wie ist es so, die erste Woche ohne Handball? Was sind da eure Gefühle? Ohne Training? Ich vermisse es irgendwie. Es ist komisch. Wenn man so den Alltag vom Training hatte, dann und dann plötzlich halt kein Training mehr ist. Und es ist halt sehr ungewohnt. Und das ist schade, dass jetzt kein Training mehr ist. Ja, das glaube ich. Das vermissen wir, glaube ich, alle ganz schön. Ja, das ist auch so. Ich weiß nicht, was ich machen soll, so langweilig habe an den Tagen, wo ich Training hatte. Ja. Was habt ihr, also wir hatten diese Situation ja schon mal, dass wir länger kein Training hatten. Hattet ihr da irgendwelche Sachen, die ihr zu Hause gemacht habt, irgendwelche Projekte oder sowas? Was weiß ich nicht, dass ihr euch eine Wochenchallenge gesetzt habt und zum Beispiel, weiß ich nicht, jeden Tag Sport gemacht habt oder weiß ich nicht, sowas? Ja, also unsere Trainerin hat in unsere Gruppe öfter mal so Sport-Challenges geschickt und wir haben halt so bei einer App, wo man halt verfolgen kann, welche Strecke und wie schnell man gelaufen ist, haben wir dann immer gesagt, okay, ihr lauft jetzt so und so lange. Oder mindestens so und so 4 Kilometer. Und pro Woche gab es dann halt eine neue Aufgabe. Okay. Habt ihr sowas jetzt auch wieder geplant? Weißt du das? Ich glaube schon. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Franzi? Hast du da irgendwas in der Zeit gemacht? Ich bin irgendwie gelaufen. Und sonst eigentlich habe ich nicht so wirklich was gemacht. Ja, okay. Man kann die Zeit ja auch mal ausnutzen, ne? Ihr geht ja auch beide noch zur Schule. Also ja, geht ja beide noch zur Schule. In welche Klasse geht ihr? 7. Ich auch. Ja, okay. Da hattet ihr auch in der Zeit ja keine Schule, oder? Oder hattet ihr Homeschooling oder hattet ihr diese separate eine Woche die eine Woche die anderen? Oder wie war das bei euch? Also, ich glaube, zu der Zeit, wo noch kein Training wieder war, waren wir alle zu Hause und wir haben halt Aufgaben über Eissurf bekommen. Bei mir war das auch so. Ja, okay. Und wie ist es jetzt gerade bei euch? Wie ist es in der Schule? Was macht ihr? Also wie sind die Situationen da gerade? Müsst ihr da auch überall mit Masken rumlaufen, auch im Unterricht? Oder? Also bei uns, es ist noch nicht so, dass wieder Gruppen eingeteilt sind. Und wir müssen jetzt auch im Unterricht die Masken tragen und nur zum Essen oder Trinken die absetzen. Ab morgen müssen wir die Gruppen aufgeteilt werden. Da dürfen wir wenigstens im Unterricht die Maske absetzen. Aber vorher durften wir das eben nicht. Okay. Und habt ihr noch Sport-AGs oder sind die auch oder finden die nicht mehr statt? Wisst ihr das? Nachmittagsunterricht, sowas? Also bei uns ist es so, dass Sport zwar stattfindet, aber zum Beispiel Schwimmen, weil manche Klassen haben ja auch zurzeit Schwimmunterricht, das fällt aus. Und Sport wird, glaube ich, noch geguckt, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Und ja, über die AGs weiß ich eigentlich nichts. Seid ihr beide auf der EGS Rodenberg oder auch auf dem Gymnasium hier in Bad Nenndorf? Also bei Franzi weiß ich, dass sie in Rodenberg ist. Ich bin auf dem Gymnasium. Okay. Und wie ist das bei euch, Franzi? Weißt du das? Hörst du mich? Bei uns wird das, also WPK, Wahlfigur, ja, also ich. So, bei Wahlpflichtkurs, das fällt aus und AG auch. Aber wenn Unterricht, zum Beispiel jetzt Musik, habe ich, das ist dann noch
Also das haben wir dann noch. Mhm. Ja, okay. Jetzt kommen wir mal wieder zum Handball zurück. Also bei Franzi weiß ich ja, weil Franzi spielt bei mir in der weiblichen C-Jugend, dass du früher auf dem Feld standest und du dich dann dazu entschieden hast, ins Tor zu gehen. Willst du einmal erzählen, warum du dich dazu entschieden hast? Also Silke, ich habe manchmal bei Abwehr oder so fast die Übungen gemacht, wie das Tor, also wie man da am Tor steht. Mhm. Und da hat Silke mich im Tor mal gestellt, ging gut und ich, ja, so wollte ich dann einfach weitermachen. Ja, okay. Also seit der D-Jugend spielst du jetzt? Zwei Jahre jetzt oder ein Jahr? Zwei Jahre? Okay, jetzt gerade hier ein bisschen die Belichtung, okay. Johanna, ja, du spielst am Kreis, ne? Mhm. Und du auch freiwillig dahin gegangen? Also das war ein bisschen zufällig, weil eigentlich habe ich mir halt vorgenommen, dass ich entweder Torwart oder Außen werde, weil ich diese Position halt ziemlich cool fand. Aber dann hatten wir halt nur noch eine Kreisläuferin und dann hat Silke mich mal auf Kreis gesetzt und dann hat das ziemlich gut funktioniert und es hat mir auch Spaß gemacht und deswegen bin ich jetzt Kreis. Okay. Und in der D-Jugend, ihr seid ja eh sehr motiviert. Ihr habt auch zwei Mannschaften angemeldet, oder? Für die, also eigentlich stattfindende Saison, aber also wegen Corona, das ist jetzt mal abgesehen. Aber ich meine so vom, ihr hattet euch für die, auch in der C-Jugend noch angemeldet, ne? Die ganze D-Jugend-Truppe. Also wir spielen einmal halt in der D-Jugend, also als D-Jugend einmal. Und dann spielen wir noch einmal als C2. Und ja. Ich finde das cool, weil dann werden wir auch mal ein bisschen herausgefordert. Ja, das glaube ich. Ja. Gut, das ist ja, nee, ich hatte das nur, ich war ja auch schon ein, zwei Mal bei euch beim Training und ihr seid ja auch immer recht viele Leute. Also ihr seid ja eigentlich immer, ihr könnt ja immer zwei Mannschaften bilden mit Auswechselspieler. Das ist ja auch schon, also ihr seid echt eine ganz schön motivierte Truppe, oder? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Habt ihr noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Habt ihr euch eigentlich schon mal ein Spiel von den ersten oder von der ersten Herren oder von den ersten Damen angeguckt? Oder von irgendeiner älteren Mannschaft? Ja, habe ich. Wisst ihr noch, welches Spiel das war? Eigentlich weiß ich nicht mehr. Oder seid ihr Fan von irgendeiner Mannschaft? Also nicht nur jetzt also nur ein Verein, sondern auch einfach allgemein, zum Beispiel Burgdorf oder Kiel? Nein, eher nicht. Gar nicht? Okay. Das ist nicht lieber so. Lieber selber spielen? Ja. Okay, ja, verstehe ich. Burgdorf. Bitte? Burgdorf. Okay. Machst du auch schon öfters eine Halle? Ja. Es gibt ja auch immer von der HSG, da gibt es auch so Aktionen, dass sich alle irgendwie, dass man sich Karten kaufen kann, damit der Mannschaft hingeht oder sowas, ne? Ja. Ja. Ja, habt ihr euch jetzt für die nächste Zeit, ich meine, wir haben ja jetzt erstmal im November über kein Training. Also wir haben natürlich, da mache ich hier gleich mal ein bisschen Werbung, wir haben natürlich von der HSG auch so einen Wochentrainingsplan erstellt. Das heißt, da könnt ihr euch auch mal schön fit halten. Einfach mal gucken auf der Internetseite, da gibt es auch so ein paar Aktionen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, über Instagram oder so. Ja, keine Ahnung. Also ich habe in der letzten Zeit nicht so oft geguckt, weil ich halt wegen Schulen nicht so viel Zeit habe. Aber ich glaube, irgendwas mitbekommen habe ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Aber habt ihr noch irgendwas, worüber ihr gerne reden möchtet? Ich spiele Rückraum. Also meistens rechts, ab und zu auch mal links. Also halb rechts, halb links. Ja. Also ich würde auch gerne noch miteinander reden. Habt ihr noch Fragen an die andere Person? Ich meine, ihr habt ja beide schon mal zusammen gespielt. Ja, wie ist es jetzt eigentlich so mit
den anderen zu spielen. Ja. Die du vielleicht nicht ganz so gut kennst. Also in der D-Jugend sind ja die meisten noch da geblieben und so, aber ein paar sind ja auch hochgegangen. Also wie ist denn das für dich? Also ich habe ja letztes Jahr auch mal ausgeholfen bei der C. Also ich bin ja eigentlich auch alle von der D, also ich war eigentlich ganz normal. Ach so, okay. Die meisten einen haben doch, ihr habt doch auch eigentlich alle zusammengespielt, oder? Alle, die hochgegangen sind. Also so die Mia und was, die kennst du doch auch alle, obwohl die das zweite C-Jugendjahr schon spielen, oder? Die kennst du dann ja aus dem ersten D-Jugendjahr quasi. Ja. Ja. Fand ich bei dir, dass deine große und Schwester spielt doch jetzt auch in Minden, oder? Empelde. Empelde? Ach stimmt, oh, tut mir leid, ich wusste das eigentlich. Hast du da schon mal ein Spiel zu gucken? Hatten die schon ein Spiel oder wurde das jetzt auch vorher schon frühzeitig? Wir hatten ja als erstes ein Testspiel, das hat so. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe auch schon mal ein Spiel mitgeguckt. Also ein richtiges Spiel. Und ich weiß leider nicht, ob ich gewonnen habe oder verloren habe, das habe ich vergessen. Aber es war auf jeden Fall anders. Das war dann ja auch schon unter den jetzigen Bedingungen, oder? Also jetzt mit den ganzen Regelungen mit Maske und sowas, oder war das noch davor? Nein, das war mittendrin. Wie bitte? Ich war irgendwie mittendrin. Ach so, okay. Ja, was, tut mir leid, ich habe dich irgendwann unterbrochen. Was wolltest du noch sagen, Franzi? Wie das eigentlich, also du hast ja jetzt neue Spielerinnen. Kommt und wie siehst du denn mit denen? Tut mir leid, ich habe es nicht richtig verstanden. Also in der D sind jetzt neue Spieler. Und wie ist es denn mit denen? Also die sind eigentlich alle ziemlich nett, weil es ist irgendwie lustig manchmal, weil die irgendwie gefühlt alle zwei Köpfe kleiner sind als ich. Also es ist jetzt nicht böse gemeint. Ich meine, ich finde die alle wirklich sehr nett. Du bist jetzt auch das zweite Jahr D-Jugend, ne? Ja. Ja, okay. Nur ist es dann manchmal komisch, dann stehe ich da im Angriff und frage mich, wo mein Abwehrspieler ist, der dann hinter mir steht. Ich drehe mich um und es fällt mir erst auf, wenn ich nach unten gucke. Und es ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man, keine Ahnung. Ich meine, es passiert auch mit etwas größeren Spielern. Aber mir ist es schon öfter mal passiert, dass ich dann welche aus dem, also die Neuen jetzt halt umgerannt habe, weil ich sie nicht gesehen habe. Ja, das war nicht so gut. Es sind auch einige dabei, die letztes Jahr noch E-Jugend teilweise gespielt, also ja, ich glaube letztes Jahr noch E-Jugend gespielt haben und jetzt D-Jugend spielen, aber schon mit der D-Jugend mitgetrainiert haben, oder? War das nicht so? Ja, zum Beispiel Laura oder Juli. Mhm. Die haben bei uns immer mitgetrainiert. Ja, okay. Aber die sind ja auch jetzt fest, die waren noch, haben auch fest da gespielt dann, oder? Ja, also sie haben in der E-Jugend und in der D-Jugend gespielt, aber bei Spielen waren sie bei uns auch dabei. Ja, bei Laura weiß ich, die war ganz heiß da drauf, die durfte ja das erste C-Jugend-Spiel mitspielen, als wir noch spielen durften. Mhm. Hätte ich da auch total drauf, also ich glaube, die hatte echt Lust. Die hätte sich echt drauf gefreut, dass ich auch C-Jugend jetzt spielen darf. Das ging ja letztes Jahr noch nicht. Mhm. Und ihr hattet früher beide immer bei Silke Training, oder? Also Johanna weiß ich ja, dass sie jetzt noch bei Silke hat. Mhm. Das erste Jahr, du hattest auch noch bei ihr Training, oder, Franzi? Ja, das erste Jahr hat sie noch bei Claudia, oder? Mhm. Ja. Und dann hatten wir Silke. Ah, okay. Ja. Also, ich finde es... Wie bitte? Nee, erzähl erst mal. Okay. Ich finde es aber auch cool, dass wir Silke als Trainerin bekommen haben, weil sie uns immer ziemlich gepusht hat und so. Und uns dann in der Kabine, wenn wir ein Spiel nicht hingekriegt haben, dann zusammengeschnauzt hat und meinte so, ihr geht da jetzt raus und reißt euch den Arsch auf. Das war ziemlich cool. Ja, das braucht man ja auch. Wenn man da mal einen Hänger hat oder so... Da braucht man jemanden, der da auch mal wirklich hintersteht.
Und da euch motiviert. Ja, das kann Silke wirklich gut. Aber wie war es denn jetzt? Ich meine, wir hatten ja jetzt quasi Lockdown, dann hatten wir 2 Monate jetzt Training oder 2, 2,5 und hatten das ja aber auch so unter bestimmten Regelungen. Wie habt ihr das denn, also wie fandet ihr das denn? Fandet ihr das störend oder war es eigentlich so wie immer? Naja, also es war komisch, weil wir halt Abstand halten sollten und so. Und dann konnte man sich auch nicht umarmen zur Begrüßung, weil man sich so lange nicht gesehen hat. Mhm. Das war sehr blöd, fand ich jetzt persönlich. Am Anfang war es ja nur, dass man umarmen durfte. Und danach später war es irgendwie etwas gelockert. Das ging einfach, war es ja ganz normal. Und zum Schluss war es eigentlich auch ganz normal. Mhm. Wart ihr, also es gab ja auch am Anfang die Möglichkeit, wo noch kein Kontaktsport erlaubt war, einfach so mit einer kleineren Gruppe mal was zu machen, laufen zu gehen oder sowas. Habt ihr das auch gemacht? Also wir haben das immer nach dem Training gemacht. Also wir haben dann halt in 2 getrennten Gruppen Training gehabt. Mhm. Und am Ende der Trainingseinheit sind wir dann immer noch so 15 bis 30 Minuten laufen gegangen. Ah, okay. Also habt ihr euch ja da dann gut vorbereitet wieder auf die eigentlich stattfindende Saison. Da sollte es ja eigentlich, das ist ja dann mitten, leider ja jetzt schon wieder abgesagt worden. Mhm. Ja. Franzi, du warst du auch mit beim D-Jugendtraining mit dabei dann noch? Okay, ich habe bei der Anfangszeit, als wir erst Lockdown hatten und danach wieder spielen durften, also trainieren durften, da habe ich bei der D noch etwas mit trainiert. Und ja. Ihr hattet ja auch noch einen Saisonabschluss. Ihr wart im Klettergarten, oder? Hm. Wo wart ihr dann? Ja. Steinhude? Das war echt cool, weil dann konnten wir halt alle nochmal so zusammen was machen. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Es gab einige lustige Vorfälle. Und was so zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass jemand sich irgendwie nicht getraut hat, da runter zu springen und man die ganze Zeit so, du schaffst das, komm schon. Und es war schon ein bisschen lustig, aber man hatte auch gemerkt, dass wir wirklich ziemlich stark befreundet sind eigentlich alle. Und, ja. Das ist schön. Das ist schön zu hören. Wolltest du auch noch was sagen, Franzi? Nein? Okay. Gut. Ja, dann war es das eigentlich auch schon. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Und dann würde ich sagen, beenden wir es hier einmal. Wenn ihr dieses Video seht, teilt das Video mit allen euren Freunden, euren Eltern und allen, die ihr kennt.